Tour führt mich heute vom Salzburger Hauptbahnhof bis nach Grödig und zwar mit der vollelektrischen Linie 5. Der E-O-Bus fährt im 10-Minuten-Takt und bringt mich umweltfreundlich durch die ganze Stadt. Von Itzling-Pflanzmann kann man bis nach Grödig zur Untersbergbahn fahren. Die letzten 4,2 Kilometer, wo es keine Oberleitungen mehr gibt, fährt der E-O-Bus alle 20 Minuten mit einer Traktionsbatterie weiter. Diese wird während des Fahrbetriebs über die Stromversorgung der Oberleitung aufgeladen und verfügt über ein selbstlernendes Energiemanagementsystem. So wird etwa auch die Bremsenergie zurückgewonnen und für das Laden der Batterie genutzt. Das alles, während ich hier gemütlich aus dem Fenster schaue. Erster Stopp Mirabellplatz. Da am Mirabellplatz ist jeden Donnerstag die Schranne und da hole ich mir jetzt ein Jausen. Ein Brezel, bitte. Danke. Neben frischem Gebäck kann man sich hier jeden Donnerstagvormittag mit Obst und Gemüse, Speck, Käse und sonstigen Leckereien eindecken. Die Schranne gibt es schon seit über 110 Jahren. Mittlerweile sind es rund 190 Standlerinnen und Standler. Die meisten von ihnen aus Salzburg, die hier ihre frischen Waren anbieten. Eins ist klar, auf der Schranne trifft man immer irgendwen, besonders bei so einem schönen Wetter. Ja, die Schranne ist am Donnerstag immer der Treffpunkt schlechthin. Zu Spitzenzeiten sind es 9000 Besucher, die hier durch die Marktgassen flanieren, sich auf ein Würstel- oder Backhändel treffen oder den Wocheneinkauf erledigen. Dafür habe ich heute aber keine Zeit. Für mich geht's weiter mit dem EU-Bus durch das malerische Salzburg. Nächster Stopp ist die Pflegerbrücke und von dort geht's zum Almkanal. Der Almkanal ist nicht nur eine Salzburger Institution. Der durch den Mönchsberg führende Teil ist auch der älteste mittelalterliche Wasserstollen Mitteleuropas und steht unter Denkmalschutz. Seine Entstehung reicht bis ins 8. Jahrhundert zurück. Er diente der Wasserversorgung Salzburgs und dem Mühlenbetrieb. Noch heute dient er der Energiegewinnung und versorgt 6 umliegende Teiche mit Wasser. Ich liebe Spaziergänge am Almkanal, weil das ist richtig idyllisch und entspannend. Das Wasser fließt so angenehm ruhig und die Vögel zwitschern. Da kann man richtig gut entspannen. Ja, der Salzburger Almkanal ist ein richtiges Naherholungsgebiet. Zum Spazierengehen, Baden oder zum Surfen. 2011 wurde hier eine künstliche Welle angelegt. Da am Almkanal trifft man immer ein paar Surfer bei der stehenden Welle, sogar jetzt im Winter. Ja, das Coole im Winter ist einfach, dass du die Welle eigentlich für dich allein hast. Du kannst, bist viel, viel mehr am Wasser, du stehst nicht so lange an. Du kannst viel, viel besser an dem arbeiten, an dem feilen, was du noch nicht so gut kannst, was du im Sommer vielleicht nicht die Zeit dazu hast. Ich habe das angefangen, ein Jahr nachdem sie die Welle gebaut haben. Das erste Jahr wollte ich irgendwie nicht, weil ich mir gedacht habe, es schaut nicht so spannend aus. Und dann habe ich es eben ein Jahr später probiert. Und das war eine Sucht. Also das war am Anfang echt nicht so, dass ich es mir ausgesucht habe. Das war eine Abhängigkeit. Und jetzt ist es einfach, keine Ahnung, man denkt ständig an so viele Dinge. Und beim Surfen kannst du genau an eine Sache denken, das ist das Surfen. Und wahrscheinlich denkst du nicht einmal unbedingt an Surfen. Und du bist halt so im Jetzt und nur auf deinem Bredel und im Wasser. Und das ist das Coole eigentlich dran. Ich traue mich da jetzt trotzdem noch nicht drüber. Vielleicht im Sommer dann. Gleich neben der Surfwelle am Almkanal ist die Station Weidenstraße und da warte ich jetzt auf den Bus und habe mir eine kleine Pause verdient. Und da ist er schon. Bis zur Station Weidenstraße reichen auch die Oberleitungen der Stadt Salzburg. Der EU-Bus hängt sich hier vollautomatisch ab, ohne dass man es als Fahrgast mitbekommt. Jetzt fährt er mit Batterie weiter. Schon entlang der Strecke baut sich das gewaltige Panorama des Untersbergs immer mehr auf. Und der letzte Stopp ist Grödig-Untersbergbahn und das ist mein Ziel.
Da startet jetzt gleich die Bahn auf 1776 Meter Seehöhe. Das ist ein Höhenunterschied von 1320 Metern. Dabei beträgt die Fahrzeit nur etwas über 9 Minuten. Ja, da geht es ziemlich schnell, ziemlich hoch hinauf und da liegt der Schnee. Darum fahren hier bei guter Schneelage auch gerne Skifahrer mit hinauf. Heute sind eher Touristen mit mir unterwegs. Der zweiten Kabine, die gegengleich am Weg nach unten ist, begegnen wir auf halber Höhe. Also der Ausblick ist der Wahnsinn. Und es wird immer noch besser. Oben angekommen. Meisterschön. Also von da hat man einen richtig guten Überblick.